Guten Morgen, guten Tag und ein herzliches Willkommen! Jo, herzliches Willkommen! Wir haben uns versammelt bei eine Runde Meisterbieter. Was baut man denn zu Untergrund? Eine Mine, oder? Eine Mine? Ja, so eine Mine, so meine, so, weißt du, so, wenn du im Untergrund bist, dann sind ja so Stalagniten und Stalaktiten und, Och nö, wer hat den Untergrund gebaut? Ich dachte, man baut Uhr. Na, Ronny hat. Da warst du urfalsch dabei. Okay, Tops. Ich hab keinen Bock, Untergrund zu bauen. Ich kann das überhaupt nicht. Ronja hat Bock darauf, Untergrund zu machen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hab eine kleine Idee. Eine Minenbahn vielleicht zum Beispiel. Ja, irgendwie so, glaube ich auch. Das und dann. Oh, ich hab eine richtig geile Idee. Ich mach's eine riesige Untergrundhöhle mit. Nein, es leckt. Also wenn man wirklich viel Zeit hätte, könnte man so sagen, ja, hier macht man es so und so, dann so und so, I don't know. Okay, Tops. Uff. Nö, wirklich, ich baue einfach nur los, ich baue wirklich so riesig, wie es geht. Ich auch. Ich mach den Typen nach aus der Folgenfolge. Iris. Ja. Weißt du, was dem sein Prinzip ist? Einfach 24/7 Blöcke spammen, damit du so viel hast wie möglich. Sicher? Nee, der baut ja auch was Schönes daraus. Ich glaube, der spammt weniger. Ich auch. Ja. Nö, du kannst mir erzählen, dass er diese Pyramide in der Zeit nicht geschafft hat, wenn nicht gespammt wird. Ja, aber der hat ja schon sich was ja, der gedacht. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, aber der hat wahrscheinlich auch so einen Notenblock dafür, wie er das, dass er sich überlegt dafür, was er baut. Der hat Hotkeys. Wie er baut, ja, der hat Hotkeys, wie er dementsprechend die einzelnen Blöcke kriegt, ja. Dann dementsprechend denkt Björn auch immer nur an Pupsen und so weiter. Deswegen nein, ja, das ist natürlich ein Nachteil. Nachfall. Durchfall. Ja. So, ich muss doch irgendwie gescheit hingeregen, nachher habe ich es eigentlich. Meins geht eigentlich schon, ich habe schon eine richtig große Wand gebaut. Ja, kann man NPCs eigentlich sowas wie Dingensens geben? Items? Geht das? Krankheiten? Ne, kannst du den glaube ich nicht geben. Ne, jetzt hab's leider nicht. Tut mir leid. Hast du schon mit deinem Arzt oder Apotheker geredet? Nee, aber zur Nebenwirkung ist die Packungsbeilage. Also. Das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. ich weiß, das ist halt so Standard, weißt du, so. Muss ja auch und schauen. Ronja, was baust du? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin hier irgendwie ein bisschen lost. Ich weiß auch nicht genau, was ich hier machen soll. Ich baue jetzt so eine Art Steinbruch, wo man dann so rein kann. Aber jedenfalls ist es die Theorie. Aber es läuft nicht so. Ich habe mir etwas anderes vorgestellt. Und jetzt versuche ich es zu bauen. Es ist einfach nur so, aber dies. Aber vielleicht, ich habe jetzt ja noch 7 Minuten. Vielleicht kann ich es ja noch rumreißen. Ja, ich kann das natürlich, ich bin sehr gut in der Zeit. Ich auch. Rumreißen. Ja. Das hoffe ich sehr. Sonst wird es eine peinliche Aktion, aber ist nicht schlimm. Ja, ich hab was, wenn ich das hinkriege, gut zu machen, dann wäre das echt cool. Also. Ja, wenn ich meins hinkriege, dann ist es auch richtig cool. Ich hab eine richtig geile Idee. Nein, Jürgen, hast du nicht. Tops. Einfach nein, hast du nicht. Einfach ablehnen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Entweder ich krieg das hin oder. Ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ich baue nicht nur mit Stein, ich variere Andesite und Stone einfach die ganze Zeit. Mit Maus halt alle paar Minuten drehen, damit man mehr Blockvariation hat. Ja, mach ich auch so ungefähr so gleich so, größtenteils irgendwie. Bei mir pfeifen irgendwelche Kinder im Treppenhaus mit so. Man hört's. So Holzpfeifen, kennt ihr die? Ja. Vielleicht wollen die Videos haben. Ja. Richtig nervig. Ja, und ja, dann geh hin, schmeiß einen Stein nach denen und sag. Okay, Tops. Oder aber ich will nicht im Gefängnis landen und dann tue ich das lieber mal nicht. Minecraft-Gefängnis, 001. Ja. Dann war es immer aufhören zu pfeifen. Ja. Keine Ahnung, das ist. Der Ronja, das siehst du dann in der Zeitung. Ronja, die Fräulein, richtig, Ronja wurde neulich gefangen genommen, weil sie Kinder geschlagen hat, weil sie alle pfeifen. Und nein, ja. Ich mag Kinder. Was fällt denn an? Ja, genau, was fällt denen einfach ein, so einfach so mitten in der Nacht, einfach so. In der Nacht? Ja, 16:30. Weißt du, das werden gibt bestimmt ein paar Leute, die hassen auch Tops genauso. Ja, genau. So, was fällt dir mal in der Nacht rumzuschreien so? Ja, genau. Das ist. Ja, Flo, du hast es auf den Punkt gebracht, weißt du, so. Wegen Dingensens und I don't know. Es kann wirklich gut werden, Leute. Nein, Jürgen. Doch. Björn, hör auf zu lügen. Lügen darf man nicht sagen. Ronja kennt das jetzt mittlerweile, das Video, ne? Voll lustig. Ja, ist voll lustig. Nee,
Leute, kennt ihr das Lügen? Darf man nicht sagen, wie der Flo kennt es wahrscheinlich eh nicht, also. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Das ist so ein Kind, das macht, das ist voll witzig. Ja, das ist voll witzig, da musst du voll lachen, Alter. Nö. Walla, Digga. Walla, Digga, da musst du voll lachen, Walla, Digga, die Familie! Boah, wie hat der gesagt? Walla, Digga, ich schau gleich meine Cousins, Alter, Walla, Digga. Ach ja. Es ist wirklich, es wird wirklich gut. Meins. Oh, ich glaube, ich bin schon fast fertig. Richtig unnötiges. Bei mir soll ich mach das, bei mir mache ich das so, dass ich das sozusagen im Untergrund so antäusche, weißt du, ich meine, dass man so sehen kann, dass man sozusagen die Tunnelstruktur sehen kann und was weiß ich alles. Oh mein Gott, ich mach stark Mieten mit einem Cobblestone Wall und Iron Bars. Ah, danke. Okay. So. Das ist richtig schlecht. Weißt du, Ronja, bringe sie, die wird wahrscheinlich nicht nachmachen, also. Nein, es ist so schlecht, was ist das? Ja, ich kann actually, meins wird gut, Leute. Hat seine Schwächen. Ronja ist ein guter Teammate. Ich wünschte, wir würden einfach Dings-Modus spielen, dann kann ich einfach mein Teammate bauen lassen. Ja, das ist das kannst du ja, so Ronja, nicht machen. Ja, Ronja, ne? Das ist schade. Ja, das ist schade. And the side. Ja, so, zack. Very sad. Alright. Das ist so hässlich. Ich bin gleich fertig, actually. Ronja, du kannst aber nur wachsen, wenn du an deinen Herausforderungen aber größer wirst. Das wird nichts irgendwie. Ronja, du musst das einfach nur an dich glauben. Nee. Selbst wenn du meinen Kunstweg siehst. Weil das Traurigste ist ja, ich wäre ja nicht mal mad, wenn ich einfach nichts machen würde. Ja, wenn ich die ganze Zeit nur hier rumdödeln würde und nichts bauen so, und dann habe ich das in 5 Minuten dann irgendwie hingeklatscht, in weniger als 5 Minuten. Dann wäre ich ja nicht mal mad. Aber ich versuch's ja actually. Und das dadurch ist es so traurig, weißt du, das ist das Schlimmste an der Sache. Ja, aber du kannst dann nur besser werden, wenn du es probierst. Du, das ist sowieso, weißt du, in der Schule gab es ein, zwei Lehrer, die haben einfach so einen angeschrien, wenn man es nicht weiß. Aber dann, als ich mal in der neuen Schule war, kam dann meine Klassenlehrerin an und meinte so, naja, kommt man in die Schule, um es zu lernen, nicht um es zu können. Also, Anja, du musst ja, irgendwo musst ja mal auch anfangen, weißt du? Also, du kannst nicht. Du kannst nicht direkt sagen, ja, hier, bla bla. Anja, warst du früher so in Teams der Anführer, der so alles gesagt hat? Ja. Wirklich? Ja. Warum? Also, schon oft. Ja, warum? Ja, warum, Ronja? Weil ich halt konnte. Richtig. Weil du die anderen Arbeit machen lassen konntest, ne? Alright. Nein, weil ich gearbeitet habe. Ja. Weil ich lieber wollte, dass ich es mache, anstatt irgendjemand, der es nicht kann, und dann kriegt er mir meine Note kaputt. Ja, so, jetzt habt ihr die ganzen so, Sachen. Was geht so eigentlich? Zack, zack und zack und. Cool wär's, wenn man irgendwie Leuten noch so eine Spitzhacke in die Hand machen könnte, weißt du, ich meine? Das wär noch cool. Haben wir hier dann irgendwie einen NPC, der dazu passen könnte? Sieht doch nicht schön aus. Boah, ich bin jetzt richtig im Tattoo, glaube ich. Meins kommt über die inneren Werte, also das, was ich tatsächlich gebaut habe. Tops! Ja, was ist denn? Hallo. Bist du Stress? Nö. Ich glaub schon, bist du Stress, will. Ja, ne? Klingt so, als ob. Ja, so ein bisschen macht der Stress hier, ne? So, was denn? Bist du bin Zeitdruck. Ich mein's gut, Jürgen. Ich bin doch freundlich. Wenn du Stress willst, dann kann ich dir Stress geben. Ich komm dir da gerne entgegen, also ich hab sehr viel Stress, ich hab Stress im Angebot. Walla, Digga, willst du Stress, Alter? Klatsch dich, Boy! Mach dich fertig, Alter! Ja, was, Ronja? Bitte. Danke, Ronja. Bisschen Niveau noch. Hä? So, Zeitdruck. So. Da, ja, ich konnte es nicht besser machen. Das ist relativ kacke, dass man den. Kann man den Leuten keine Sachen geben? Wäre mega geil, wenn man den irgendwie Pickaxe oder sowas in die Hand drücken könnte. Kann man dir das in die Hand drücken? Nicht? Look at me. Ach, kacke, kann man nicht. Ah, schade. Oh, ich brauche jetzt noch irgendwie ein NPC. Wo sind NPCs, schnell? NPCs. Gibt's einen Miner? Oh, auch jemanden. Nee, ich hab da die Wikinger genommen, aber
Es ist halt. Ich hab den Soldat. Ja, Wikinger passen da eher zu. Okay, die sind okay, meins. Meins passt. Da guckst du mal. Oh lol, oh lol. Das ist deins. Ja, aber es sieht eher. Es sieht gut. Ich kann sagen, was du willst. Sieht heftig aus. Lol. Ich finde, ich stimme X nahe Kotik zu, es ist okay. Ja, es kriegt ein Gut von mir. Also, ja, es kriegt auch ein Gut. Weißt du, es ist nicht besser, wie aufwendig das war? Das hat halt Blöcke gespammt, ne? Nein, ich hab vergessen, meinen Boden zu machen. Ja, oh, ich bin dumm. Ich hätte noch einen Boden machen sollen. Ja, das ist mir, das, ja, aber hier ist alles leer, Rest vom Dings. Ja, aber wie soll man hat halt meistens nicht die Zeit, alles zu machen. Du hast ja auch nicht mal alles voll gemacht. Ja, halt, ich wollte halt aber so dieses Tunnel. Ja, ist okay. Ja, ich hab da mir gedacht, ja, das kann man machen, weißt du? Aber das hat keine Decke. Ja, aber wie willst du. Du willst auch, dass die Leute von oben drauf gucken können, weißt du, dass du. Das ist kompliziert. Ja, wie willst was du ist unter das? Hä? Was ist so, Zug. Halt? Underground, was steht da? No while eating. Moment? Hä? Ach, der war wahrscheinlich essen oder so. Ach so. Also. Dann kam er erst wieder, hat gesehen, okay, ich bin ein Spiel drin. Meines anderen. Ah, oh, okay, ja, er hat gesagt, er ist nicht fertig. Ja, das war irgendwie. Keine Ahnung, aber. Aber der Typ war letzte Runde richtig. Nee, okay, nein, nein, das war nicht dran. Aber ich frage. Ey, ich werde zu einer Typ rastet aus dieser Pro wieder. Das ist das, ein Traktor. Das hat nichts Themen. Wie sagt Flo's Lehrerin damals immer klassisch. Ach so, Flo, ich glaube, der weiß. Ich glaube, das ist so ein kennst du Underground Racing? Ich glaube, so ist das, oder? Glaubst du? Ah, Need for Speed Underground! Ja, irgend sowas ist da. Wenn er das meint. Nice. From the window to the walls, to the walls. Okay. Down, dun, 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 dun. Mann, wie hieß das? Hey, Underground, was ist das? Sind ja keine Züge. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das Underground irgendwie darstellt. Also, wo soll das Underground darstellen? Ich weiß es auch nicht. Underground. Underground. Steht. Guck, der Typ sagt, yeah, I know. Also, ich hoffe, das ist nicht Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich, das kann sein, dass im Englischen. Weißt du noch Iron Man, Flo? Iron Man und Strommast? Ja. Die hatten einmal Iron. Was ist das? Also, die haben einmal was ist das? Ist wieder so ein Drache, glaube ich. Was ist das? So ein Untergrundwurm. So ein Sandwurm, ja. Ja, so ein Underground. Oh, lol. Kriegt okay, ja. Gut. Oh nein. Okay. Ich weiß nicht, ob meins gut aus. Das sieht nicht bad aus, aber ich habe mir schon ein paar erfahrene. Also, das Ding ist. Ich habe gerade eine richtige Pro-Runde eigentlich, wenn ich mich. Ah, ne, der eine von vorne ist raus. Der gute. Oh, lol, was ist das? Oh, lol. Es geht. Okay. Ja, es ist dasselbe Prinzip von mir. Man kann halt reingucken, wie willst du denn eine Decke machen? Das ist ja kacke. Niemand möchte in die Decke rein. Wie möchte man in die Decke rein? Das kriegt ein Okay von mir. Ronja hat das gemacht, oder? Ja, ich habe das gemacht. Gegen den Soldaten. Aber es ist halt, was willst du machen? Also, ja, du kannst du von erstens, oben du kannst das es nicht das ganze Grundstück zubauen, so viel Zeit hast du nicht. Und zweitens, hättest du, hätte man mehr lösen? Zeit, sich das anzugucken, und hätte man sowas wie World Edit, dann hätte man das, könnte man es locker machen. Oh, lol, was ist das? Guck, so. Der Typ hat eine Decke. Nichts. Oh, lol. Ja, nee, ah, das ist echt gut. Ja, aber es ist halt so, I don't know. Wow, er hat wenigstens das Untergrundthema genau getroffen. Eine Platte oben drüber gebaut. Ja, aber es heißt ja Untergrund. Gut, aber. Gib dem gut, der hat. Ah, ich krieg ihn okay. Ich finde die Stalagmiten und Titen von dem geil. Nicht bad aus, also man weiß schon, was dargestellt wird, aber. Das ist meins. Das ist deins. Man muss unten schauen, müsst unten schauen. Ja, was zur Hölle? Allah, Julian hat auch einen Untergrund, ey, das ist nice. Ja, das ist echt nicht schlecht. Nur oben, das habe ich nachher in den letzten paar Sekunden gemacht. Oha, ist das wie so ein Plot, also das gar nicht mehr so schlimm, dass. Ja. Ja. Das kriegt ein ganz, das kriegt ein guter. Ey, Julian, könnt's holen. Ja. Glaub ich. Ich hab Hunger, ey. Och, Tobs. Oh, lol. Ja, lol. Ey, Tobs, sie sind ganz knapp. Lol, ich bin. Also. Los, oh, das ist ein richtig cooles Prinzip, finde ich. Naja, gut. Ja, Julian, war wirklich gut. Wenn's euch gefallen hat, dann, lasst einen schönen Daumen nach oben da. Schlaft schön, träumt was Schönes. Gute Nacht, Jo. Backener Käse. Tschüss. Ciao.